Geliebter Mensch, voller Freude begrüße ich dich heute zu dieser geführten Meditation in der Energie des Löwentores, des Erwachens und der Erkenntnis. Und ich begrüße dich auch voller Freude, weil du gerade jetzt hier in diesem Moment bei uns bist, mit uns zusammen bist und wir mit dir eine wundervolle, neue, großartige Energie kreieren werden. Denn es ist die Energie, welche am 8. August auf die Erde strahlt, die Energie des Sternentores, welche uns einlädt, unser Leben neu zu überdenken, welche unsere Seelen anspornt, uns Impulse zu senden und unseren Seelenweg zu beleuchten. Und so bitte ich dich jetzt, einen tiefen Atemzug des Lichtes der Liebe zu nehmen und dich fürs Marana zu öffnen. Denn es ist die Liebe Gottes, die Nähe Gottes, welche nun dein Herz berührt, welche dir zuflüstert, du bist nicht allein. Die Liebe Gottes ist immer bei dir. Und so dehne dich nun in dieser wundervollen Energie aus und spüre, wie dein Herz zu einer goldenen Sonne erstrahlt. Und nun wird dir die geistige Welt die Energien des Löwentores überbringen. Sie wird dich da berühren, wo du berührt sein möchtest, wo Heilung geschehen darf und wo Blockaden oder Hindernisse entfernt werden, wo du vollkommen neu ausgerichtet werden wirst, um durch den Monat August wundervoll und kraftvoll hindurchzukommen, um für den Monat August deinen Weg, deinen echten Weg zu erkennen, um zu wissen, wo dein Platz ist. Und mit dieser Erkenntnis, mit dieser riesengroßen Seelenerkenntnis, die sich in dir formt, welche wie von ganz allein sich nun in dir entfaltet. Mit dieser Seelenerkenntnis wirst du bereichert und gestärkt durch den August hindurchgehen und du wirst dich selbst finden und verstehen, was mit dir geschieht. Du wirst verstehen, wo dein Platz ist, wo du hingehörst. Und du wirst auch die Engel fühlen, die Engel, welche immer bei dir sind, welche dich lieben, schützen in dieser schwierigen Zeit, welche dir den Weg zu Gott zeigen, deinem Schöpfer, den Weg in die vollkommene Liebe. Denn auch du bist ein Teil dieser großartigen, vollkommenen Liebe. Und so schreiten wir zusammen voran, gestärkt durch die geistige Welt und in einer tiefen Erkenntnis. Das Licht der Liebe in uns zu tragen
auf die Erde fließen zu lassen. So nimm noch einmal einen tiefen Atemzug dieses Lichtes der Liebe von Smarana und dehne dich mit diesem Licht aus, um zu spüren, wie viel kraftvoller du dadurch wirst, um wie viel mal mehr erleuchteter du wirst und um wie viel mal mehr du erkennst, welchen Weg du gehen sollst. Und dann lasse dich mit diesem Bild vor deinen Augen langsam wieder von den Engeln in dein Hier und Jetzt zurückbringen. Smarana, für dein Licht und für deine Zeit. Smarana, für die wundervollen Energien, die uns heute begleitet haben. Ich hoffe, ich konnte euch Hoffnung und Mut geben, weiterzugehen, weiterzumachen und den richtigen Weg zu finden. Wir sind alle eine große Familie und die Liebe ist das, was uns verbindet. So wünsche ich euch eine wundervolle Zeit und ihr bekommt noch ein Küsschen und eine Umarmung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.